Hallo zusammen, ich habe schon ewig lang kein Video mehr gemacht und jetzt habe ich aber einen guten Grund dazu. Und zwar habe ich meine Zähne korrigieren lassen mit Clear Aligner und habe gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen von den Vor- und Nachteilen von dieser Art von der Zahnkorrektur. Und ich denke, dann fangen wir doch gerade mal mit ein paar positiven Sachen an. Als erstes, was positiv ist, im ersten Teil von diesem Video habe ich die Zahnspange nicht drin gehabt. Jetzt habe ich sie aber drin. Und ich denke nicht, dass du den Unterschied gesehen hast. Vor allem hat bis jetzt aber eine einzige Person in diesen fast 20 Wochen, in denen ich sie drin habe, gesehen, dass ich Spangen habe. Ich denke, man hört es ganz bisschen, aber sieht tut man es auf keinen Fall. Wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich die Spangen jetzt ca. 20 Wochen drin. Meine Behandlung geht etwa noch 6 Wochen, nicht ganz. Und ich finde, man sieht die Ergebnisse mega schnell. Das ist natürlich auch ein riesen Vorteil, weil ich denke, wer eine schnelle und unkomplizierte Behandlung haben will, hat dadurch einen riesen Vorteil. Man muss natürlich auch eingestehen, es braucht einen Haufen Aufwand und so, aber zu dem kommen wir dann bei den negativen Punkten. Ganz etwas Tolles ist natürlich auch, dass es einfach mega wenig kostet im Vergleich zu einer richtigen Zahnspange beim Zahnarzt. Ich kann das sehr gut beurteilen, weil ich als Kind, also so etwa mit 12, hatte ich eine Zahnspange, die innen durchgegangen ist, die man von außen eigentlich nicht sieht, aber mit so Drähten und so. Und die hat über 10'000 Franken gekostet. Das ist zu dieser Spange gar kein Vergleich. Auch der Aufwand von zum Doktor gehen und zum Nachziehen, sagt man dem, ja, mit Draht, hast du einfach nicht. Du kommst die Clear Aligner heimgeschickt über und es ist alles bereit. Du kannst alles daheim machen. Du machst einmal einen Untersuch bei diesem Zahnarzt. Ich war jetzt bei You First gewesen. Darum steht hier oben auch Werbevideo, weil ich halt den Namen von ihnen erwähne. Und musste noch zu einem anderen Zahnarzt gehen, einen Scan machen von meinem Kiefer und that's it. Damit ihr so einen Eindruck habt, wie das Paket, das man zugeschickt bekommt, heim aussieht, blende ich euch jetzt ein Video ein, wie die Clear Aligner Box ankommt. Dann steht dein Name drauf. Du kommst so ein kleines weißes Böckchen über, wo du deine Zahnspangen kannst durch den Tag transportieren, wenn du zum Beispiel am Essen bist, dass du sie nicht auf den Tisch legen musst. Weil ich finde das mega grusig für die Leute, die um dich herum sind beim Essen, dass du die halt einfach rumlegen, deine Spangen. Und dann hast du immer so Säckchen, die kannst du aufreißen und dann ist immer für die nächsten 2 Wochen deine Spangen dort drin. Muss man sie nur mit kaltem Wasser auswaschen, dann kann man sie schon einsetzen. Am Anfang spürt man einen leichten Druck, aber eben, zu den Nachteilen kommen wir nachher noch. Die Nachteile von dem Ganzen. Also ich muss sagen, am Anfang hat es bei mir schon ein bisschen gedrückt. So die ersten 2-3 Tage drückt es immer wieder, weil es halt deine Zähne in die richtige Form bringen muss. Aber das Drücken war eigentlich gar nicht das Problem für mich, sondern die ersten paar Tage habe ich gelispelt. Und ich, voll fast wie ich bin, habe natürlich genau dann meinen Französisch-Mündlich-Test gehabt. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie das dann war. Ja, es ist einfach am Anfang eine Gewöhnungssache. Also wirklich die ersten 2 Wochen denkst du, was ist das? Komisch. Man kann keine Kaugummi mehr catchen, man kann nicht mehr die ganze Zeit rauchen, weil sich die sonst verfärben. Man kann nicht die ganze Zeit Kaffee trinken, Gocki trinken oder man kann einfach nicht zwischendurch Sachen schnauzen. Es geht einfach nicht. Du kannst nicht beissen mit diesen Dingen, weil man sie 22 Stunden am Tag drin haben muss, kann man auch nicht die ganze Zeit sie rausnehmen, um etwas essen. Also ja, ich denke, es hilft vielleicht auch bei Leuten, die Nägel catchen. Aber Leute, die gerne zwischendurch etwas schnauzen, die sind dann wahrscheinlich so ein bisschen «Hey, ich kann nicht!» Ja, man darf auch einfach nicht, damit man wirklich ein Ergebnis sieht. Weil man natürlich auch den Mundgeruch haben, weil sich Sachen zwischen den Zähnen ablagern und so, muss man eigentlich 24/7 eine Zahnbürste dabei haben und Zahnpasta. Man muss nach jedem Essen, nach jedem Getränk, das vielleicht nicht so cool ist, zum Beispiel ein Smoothie, wo sich gut Sachen dazwischen ablagern können, muss man die Zähne putzen. Es ist so anstrengend, wirklich. Aber es lohnt sich. Meine Mundhygiene hat sich so fest verbessert. Meine Zähne sind irgendwie schöner, weißer geworden, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ich komme auch immer für das Kompliment über. Und ja, also ich denke, es lohnt sich, weil man macht ja etwas für seine Zähne und dann kann man sich auch ein bisschen zusammenreissen, um seine Zähne schön putzen und das so zu machen, wie man das sollte. Der grösste Nachteil für mich ist, ich tue meine Nägel catchen. Und ihr denkt jetzt, was hat das mit deinen Zähnen zu tun? Ja. Die ersten 2-3 Tage sitzt die Spange mega fest. Also sie ist wirklich, sie drückt halt gegen deine Zähne, um sie zu verschieben. Und wegen dem kann man sie auch mega schlecht rausnehmen, die Spange. Und wenn man keine Nägel hat, kann man sie fast nicht rausnehmen. Man muss wirklich voll dagegen drücken, damit man sie rausnehmen kann. Und am Anfang war das mega knifflig, weil ich es einfach fast nicht fertig gebracht habe. Ja,
Das ist etwa der grösste negative Punkt. Ich bin mega oft am Struggling. So, ich bekomme meine Zähne nicht raus, was mache ich jetzt? Ja. Damit ihr aber noch ganz gut Vergleich habt, wie es vor diesen 20 Wochen aussieht und wie es jetzt aussieht mit meinen Zähnen, und ich euch jetzt noch zwei Vor- und Nachbilder einblenden. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wie finde ich, dass es sich gelohnt hat. Natürlich verlinke ich dort, wo ich in der Zahnkorrektur bei You First war, unten in der Infobox. Da könnt ihr schauen wegen der Preise. Ich weiss jetzt nicht hundertprozentig genau, wie viel das kostet, aber ich glaube so zwischen 1'500 bis 4'500 Franken. Was ich finde, ist völlig gerechtfertigt. Das Einzige, was auch noch negativ war für mich, ist, dass nachher noch zusätzlich der Kieferscan oder was auch immer noch dazukommt ist. Der hat 160 Franken gekostet bei mir und da musste ich müssen in der Zahnärztezentrum oder so, ich kann nicht, wie das heisst, müssen machen. Und ja, es ist einfach nur mal ein Zeitaufwand von einer halben Stunde. Aber ich denke, das Ergebnis lohnt sich auf alle Fälle und darum ja, ist jetzt das nicht so tragisch. Aber ja, ich tue jetzt da nochmal beides auflisten, Vor- und Nachteile, damit ihr gerade einen gesamten Überblick habt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich kann euch ein bisschen helfen und ein bisschen einen Einblick gewähren, was mit meinen Zähnen so läuft.